Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Golden Body Personal Training. Ich habe heute überlegt, mal mit euch darüber zu schwätzen. Es klingt so komisch, darüber zu schwätzen. Ja, ich erzähle einfach. Ihr könnt zuhören, wenn ihr wollt. Zu erzählen, wie ich darauf gekommen bin, Personal Trainerin zu werden, so ein bisschen den Werdegang, wie ich mich selbstständig gemacht habe. Ich habe gedacht, es könnte für die einen noch spannend sein und ich glaube auch, dass man vielleicht einiges nicht würde so erwarten, wie es war. Zuerst mal zum Starten. Ich bin gelernte VG. Im Spital Oster habe ich meine Lehre gemacht. Habe nach der Lehre habe ich 1-2 Jahre noch dort gearbeitet und bin nachher reisen und habe dann noch so eine Boutique geleitet. Und ich habe immer gewusst, so ein bisschen, ja, als Pflegefrau, es gefällt mir, mit Leuten zu arbeiten, aber ich habe immer gewusst, ich will nicht mit grundsätzlich kranken Leuten arbeiten, sondern Leute, die eher gesund sind. Durch meine Vorgeschichte mit der Magersucht ist für mich so ein bisschen, sagen wir es so, als ich magersüchtig war, wollte ich Ernährungsberaterin werden, aufgrund von dem, zu mir einfach mehr Wissen aneignen für meine Sucht, nehme ich einmal an. Ich würde es mir so ein bisschen so erklären. Inzwischen muss ich aber sagen, ich habe es nachher nicht gemacht. Also ich habe mich dagegen entschieden, um die Ernährungsberaterin zu studieren. Weil es wäre ein extrem langer Weg. Es wären 4 Jahre gewesen, nach der Ausbildung nochmal, plus nach BMS davor, also 5 Jahre. Und ich bin mit 17 ausgezogen, also es wäre nur schon rein finanziell nicht gegangen und es ist nur in 2 Orten in der Schweiz machbar. Was beide Orte sind mega weit weg, darum habe ich mich dagegen entschieden. Habe dann aber, ja, ich habe immer gewusst, ich will so ein bisschen in die Richtung. Da, als ich etwa 18 war, war der Personal Trainer in der Schweiz nicht wirklich ein Thema gewesen, das hat man nicht so gekannt. Darum bin ich eigentlich nie auf die Idee gekommen. Ich bin zu so einer Berufsberatung und habe, es ist ganz speziell, es ist in Oerlikon. Also falls irgendjemand die Adresse will, ist genial. Die tun einem das Gesicht so analysieren, man muss etwas schreiben, man muss zeichnen und anhand von dem tun sie eigentlich erörtern, welches Berufsfeld für einen stimmt oder wo man so ein bisschen angehört, welcher Typ das man ist. Die haben mich dann so auf die Bahn gebracht, es ist dann so um Wellness-Trainer und so gegangen und habe dann eine Grundausbildung gemacht, wo das alles drin war. Das ist etwa 1,5 Jahre gegangen. Danach ist eigentlich klar, sie an dieser Schule hat man weitermachen zum Personal Trainer. Ich habe immer sehr, sehr viel Sport getrieben schon. Vor allem Leichtathletik und so Sachen in diese Richtung. Ich war immer schon ein sehr sportliches Kind und habe darum gewusst, ja, es wäre mega lässig mit Sport. Personal Trainerin kann ich die Ernährung auch noch einbringen und habe darum nachher noch die Ausbildung als Personal Trainerin gemacht. Diplomierte, darf ich da sagen. Es ist, heutzutage kann sich eigentlich jeder Personal Trainer nennen, weil es ist nicht ein geschützter Name. Also passt einfach auf, wenn ihr zu jemandem geht, weil eben nennen können sich viele so. Und habe die Ausbildung gemacht. Ich glaube, ich habe dort noch nicht so genau gewusst, was da alles auf mich zukommt. Ich habe mich dann auch relativ schnell eigentlich selbstständig gemacht. Also habe da angefangen, mich anmelden und Zeug und Sachen und Flyer gestalten, Shootings gemacht und so weiter. Und habe dann auch schon die ersten Kunden gehabt. Sind lustigerweise eher schwierige gewesen. Es sind alles Fälle, die mich total überfordert haben. Auch mit den Suchterkrankungen und einfach, ich habe das schwierigste Klientel angezogen in dieser Zeit. Was aber auch gut war, das war die absolute Härteprüfung. Und habe, ich muss vielleicht noch sagen, ich habe bei der Personal Trainer Ausbildung, es hat einen theoretischen und einen praktischen Teil gegeben, ich habe im praktischen Teil als einzige so ein bisschen, Problem gehabt. Also nicht, wie soll ich sagen, es war nicht ein Problem, es war
ich habe etwas vergessen mitzugeben. Das war eigentlich das Problem. Und ich glaube, die wollten so meine Nerven testen und haben zuerst gesagt, ja, ich müsste quasi mir das noch einmal durch den Kopf gehen lassen und wenn ich das nächste Mal anders machen will und sowieso. Und die einen, die mich vielleicht kennen, auch so vom normalen Leben, wissen, ich kann relativ emotional sein. Also fest emotional. Ich bin komplett ausgerastet an dieser Prüfung. Ich habe meinen Ordner überall angeschmissen, rausgerannt und geschrien und gemacht und da. Wenn ich heute daran denke, denke ich, es hat alles seinen Grund gehabt. Also es ist gut gewesen, ist es so gewesen, dass ich dort nicht einfach gerade so durch bin. Ich glaube, sie haben mir ganz viel geholfen dort mit dieser Lektion. Und ja, nachher eben, ich habe mich selbstständig gemacht, bin dann aber immer in der Pflege geblieben. Ich habe immer gewusst, ich werde mich erst zu 100% selbstständig machen, wenn ich auch sicher den Schritt wagen kann, dass ich weiss, ich habe genug auf der Seite, dass ich das kann vermögen, weil ich meine, es ist schon relativ gefährlich, sich mit 22 selbstständig zu machen. Und ja, ich bin jetzt dann bald seit einem Jahr zu 100% selbstständig. Ich habe immer mehr abgebaut in der Pflege und bin immer mehr um mit dem Personal Training. Also die Firma besteht seit 3,5 Jahren, aber wie gesagt, immer langsamer und mehr. Ja, und es ist das Beste, was mir passieren konnte. Ich bin mega, mega happy über den Entscheid, den ich dort getroffen habe, dass der Weg so eingeschlagen ist oder dass ich den Weg so eingeschlagen habe, wie ich es gemacht habe. Auch ohne, dass ich je gedacht hätte, dass ich da landen werde, wo ich bin. Ich habe zwar immer gewusst, ich will mein eigener Chef werden. Lustigerweise habe ich aber immer gedacht, von einem Affenkeg. mein Berufswunsch war tatsächlich Tierpflegerin früher. Und darum, jetzt haben wir keine Affen, jetzt haben wir halt Menschen. Alles ist total okay. Was gibt es da sonst noch zu sagen? Ja, nicht der Haufen. Ich bin mega, mega glücklich, dass ich diesen Job machen kann, den ich im Moment ausführe, dass ich so vielen Menschen helfen darf. Vor allem mit einem guten Gewissen helfen. Ich weiss, dass ich niemandem etwas andrehe, das nicht funktionieren wird. Oder, ja, jetzt klingt es schon wieder wie so ein Verkaufsgespräch. Ich finde es eben eigentlich genau doof, wenn man so anfängt zu schwätzen. Ich finde es schön, dass ich Menschen mit gesunder Ernährung und ausgewogenem Sport kann helfen und nicht irgendwelche Pülferli oder Shakes oder irgendetwas muss andrehen. Das ist eigentlich wirklich das, was mich mit einem guten Gewissen schlafen lässt, weil ich weiss, es ist aus meinem besten Wissen und Gewissen, das, was ich weitergebe. Und ich bin mega, mega happy. Also jeder da aussen, der mich in irgendeiner Art und Weise unterstützt, der zu mir ins Training kommt, ins Bootcamp, in die Ernährungsberatung, in die Massage, was es auch immer ist, ich danke euch von ganzem, ganzem Herzen, wirklich. Weil ihr macht das alles möglich für mich. Und ich werde euch das nie vergessen. Ich bin der Meinung, dass ich auch probiere, möglichst viel zurückzugeben, dass ihr auch wirklich merkt, wie viel das in mir bedeutet. So, das war es, mein Werdegang zur Personal Trainerin. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe schon wieder fast 10 Minuten geschwätzt. Was mache ich immer so lange? Ja, vielleicht kann ich noch etwas rausschneiden, aber ich glaube, ich lerne es eigentlich so. Und danke, dass ihr da seid. Ich wünsche euch ganz eine gute Zeit und bis zum nächsten Video.